nicht interessiert, was sie denken. Diese aufsässigen Gedanken, die sie krank machen, die ihr Leben zerstören. Ich habe alles gesagt. Sie sind nicht aufrichtig. Es gab Verhöre, da haben sie vor Scham und nervöser Erschöpfung geweint. Sie wollten so gerne ihre Verbrechen bereuen, aber sie konnten nicht. Sie haben uns angelogen. Sie haben uns als vorgespielt. Sie haben gehofft, wir durchschauen sie nicht. Glauben Sie wirklich, wir begnügen uns mit Ihren unaufrichtigen Geständnissen? Was haben Sie vor? Wir könnten Sie foltern, um Sie zu demütigen. Wir können Sie schlagen, um Ihre Widerstandskraft zu brechen. Aber wir können nicht dieses Gift aus Ihrem Kopf herausprügeln. Da gibt es andere Methoden. Was haben Sie vor? Ich will Ihnen helfen. Go ahead. Make my day.